Servus Leute, mein Name ist Yannick und ich hoffe, dass ihr hier gerade Fast and Light seht. Wenn nicht, habe ich ein Problem mit meiner Aufnahmesoftware. Ich habe mir Fast and Light jetzt gekauft, auch wenn mir keiner gesagt hat, ob ihr sehen wollt. Ich mache jetzt ein Video dazu, ja? Ja, so ein Egoist bin ich, dass ich das einfach so mache. Ihr seht, ich weiß nicht, ob dieser Bildschirm nochmal kommt. Ich habe dieses Spiel gerade das erste Mal gestartet, direkt nach dem Download und die Musik dröhnt mir im Ohr. Der Vorteil von zwei Aufnahmesoftwares, ich muss mich kann mich nachher einfach wie nachbearbeiten und ihr hört mich trotzdem. Und ja, ich möchte einfach mal eine Runde spielen. Zuerst mal hier ein Willkommenstext. Ich werde nicht alles vorlesen, denn ich bin ein miserabler Englischvorleser. Wenn ich ein neuer Player bin, ich versuche so ein bisschen zu übersetzen, aber nicht alles. Ein Tutorial machen, würden Sie mir empfehlen? Ja, also eine nette Begrüßung, okay. Aber jetzt erstmal. Die Musik ist schön, die Musik ist echt schön. So, Vollscreen möchte ich nicht, bla bla bla, ist mir eigentlich alles wurscht. Dann wollen wir mal mit dem Tutorial starten. Ja, ich weiß, es ist für viele vielleicht etwas langweilig, aber ich habe dieses Spiel zwar auch schon gesehen, aber ich möchte jetzt nicht irgendwie nachher in Unwissenheit reingeraten. Lieber 10 Minuten Tutorial und dann nachher wissen, worum es geht. Also, willkommen zu Faster Than Light. You are the captain of a Federation Starship. Okay, also ich bin Captain von so einem komischen Schiff von der Föderation. Hallo Impuls. Der ist übrigens kein Abonnent. Und ich habe keine Ahnung, wer es ist. Zumindest glaube ich nicht, dass es ein Abonnent ist. Wenn doch, dann tut es mir leid, dann hast du einen anderen Namen in YouTube. The Federation... Ah ja, also die Rebellen kommen, um die Föderation bla 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 zu töten. Keine Ahnung, was auch immer. Du versuchst zu reisen... Also ich werde reisen durch gefährliche Sektoren in der Galaxie. Ich habe irgendwie... Big Need Sector Rebels catch you. Also die fliegen mir irgendwie hinterher die ganze Zeit. So. Your ship, the Kestrel, is the focus of the typical game view. Okay. Das ist unsere typische Aussicht. So sehen wir normalerweise das Schiff. Bitte erschreckt nicht. Ja, wir sehen so dieses Schiff und dieses Spiel sieht echt komisch aus, aber es macht echt Spaß. Wartet, also wenn ihr dieses Spiel noch nicht kennt, was irgendwie wahrscheinlich die wenigsten sein werden, wenn ihr dieses Spiel noch nicht kennt, wartet, guckt euch dieses Spiel erstmal an, bevor ihr jetzt gleich abschaltet. Nur weil sich hier drauf nicht so viel bewegt wie bei Kerbal Space Program oder Kinetic Void, heißt es nicht, dass dieses Spiel schlecht ist. Vor allem da es für, also ich habe es mir jetzt für 5 Euro gekauft, allerdings endet das Angebot bald. Heute, morgen, irgendwann. Aber ich glaube, dann sind es 8 Euro oder so, die man dafür zahlen muss und dafür lohnt sich das eigentlich echt. Also diese, das hier ist das Power-System. Schön, dass das, Ship Subsystems, Systems are not required. Also diese Systeme hier brauchen keine Power, wenn ich das richtig verstehe. Unlike Systems, they are not required power from the Reactor. Also sie brauchen keine Power, also keine Energie vom Reaktor, wo auch immer hier der Reaktor ist. Ich habe keine Ahnung. Continue. However, hover your mouse. Ah ja, okay, drüber halten. Über die einzelnen Icons, damit ich was sehe. Das funktioniert ja super. Achso, über diese Icons hier wahrscheinlich. Ja, genau. Also hier kann ich alle Türen öffnen, oder? Ja, das habe ich eigentlich schon mal gesehen. Das geht normalerweise, aber jetzt geht es wohl nicht. Keine Ahnung. Oder es ist möglich, mir nur zu schießen, keine Ahnung. Nein, das funktioniert irgendwie gerade nicht so richtig. Ah doch, bin ich blöd. Hier nebendran haben wir... Ups. Na, wir sollten nicht alle Türen in einem Raumschiff öffnen. Oder öffnen. Ah, okay. Die hier öffnet sich, wenn ich die jetzt öffne, ist gefährlich. Nicht tun. Werden wir bestimmt noch erklärt bekommen. So. Der Hüllenmeter Shield Level und bla 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 bla. Zero. Your ship will be explode. Also wenn diese Leiste hier auf 0 ist, dann wird mein Schiff explodieren. Continue. We should get going. Engines. Green System. Also hier diese grünen Boxen, die bedeuten, wie viel Energie wir haben. Mit Linksklick machen wir das, fügen wir Energie hinzu, mit Rechtsklick machen wir sie weg. Wenn wir keine Energie drauf haben, haben wir zum Beispiel hier keinen Antrieb. Eine Energie, wir haben ein bisschen Treibstoff, so haben wir die maximale Leistung momentan, die wir erreichen können. Wir können jetzt hier auch noch ein bisschen eigentlich in unsere Weapons setzen, aber das geht nicht, weil das zu teuer ist, mir verbietet. So. Left-Click und das habe ich jetzt gerade schon gemacht. So.
Oh no, your engine room took damage. Oh ja, ganz überraschend. Vollkommen unerwartet. Has been taken damage. Dann muss ich... Your crew can repair, genau. Das habe ich nämlich auch schon gesehen. Ich habe mir schon ein Let's Play von Gaming Clerks angeguckt. Das hat schon vieles erklärt, aber ich wollte das total trotzdem mal machen. Ja, ich setze jetzt dahin. Crew members will automatically repair the system. Also sie werden automatisch, wenn sie in einem Raum sind, in dem was kaputt ist, werden sie dieses kaputte wieder ganz machen. So, continue. Außenwünsche, notice, the state. Ja, schön. Das ist... Bonus. Also wenn ich das richtig verstehe, also wenn ich hier Leute drin lasse, ihr seht hier, wenn ich hier mit der Maus mal drüber fahre, seht ihr diese verschiedenen Bereiche hier. Die habe ich auch hier nochmal. Zum Beispiel der oberste Bereich hier, Piloting. Wenn ich jetzt den Typen hier hinsetze, ins Piloting, und den immer da drin lasse, steigt hier allmählich sein Piloting-Skill und er wird halt besser da drin. Oh nein, einfach Left-Click und dort. Ja genau, jetzt kommt es. Wir können die Luft raussaugen. Oh, ich kann jetzt offen lassen. Und somit das Feuer ersticken, weil es keine Luft mehr hat zum Brennen. Sollten allerdings aufpassen, unsere Männchen brauchen auch Luft zum Leben. Wir schicken hier mal die Männchen in verschiedene Bereiche. Ich denke, also das haben die bisher eigentlich alle so gemacht, dass sie ein Waffensystem, ein Schild und einen Crew-Hatch gemacht haben. Das war so die Standardsets am Anfang und dann irgendwann dahin und ja. You know what I mean. Ja, habe ich, now that your engine fixed, jump, you should faster than light jump. Also der FTL-Jump, das ist so ein Flucht-Jump, also das ist der Jump zwischen den Planeten, wenn ich das richtig... Ich muss einen dorthin in die Crew-Hatch setzen und jeder Jump braucht einen von diesen Fuel-Dingern. Ich muss hier auf Jump drücken, dann kann ich jetzt hier irgendwo hinfliegen. Ich will, ja, goldene Mitte. Fliegen wir mal. Ey. So. Every new location will have an event like this. You might have the parachute. Space blue choice like these are unlocked. Have nearly good choice. Space blue choice like these are unlocked by having certain upgrade equipment. These are always a good choice. Also die blauen Dinger sind immer eine gute Entscheidung. Dann nehmen wir das mal und ich habe keine Ahnung, was jetzt. Welcome to the combat. Use the spacebar zum Pausieren. Mittlere Maus. Ich habe jetzt nicht weitergelesen, das ist ja sehr klug. Also ich muss Laser ziehen und dann Weapon Target klicken. Moment. Hotkeys 1 bis 4. Ah, okay. Ich kann jetzt mit den Tasten 1 bis 4 habe ich unten meine Waffen und dann kann ich wählen, wohin ich drauf schießen will. Ich würde mal sagen, der kriegt erstmal sein Schild weg. Dann Spacebar mit der Maus, also ich mache immer Spacebar, glaube ich. So, jetzt lädt sich hier langsam der Laser auf, das sehen wir hier. Ja, das ist das Kampfsystem dann. Das ist wirklich am Anfang ziemlich unspektakulär, aber das kann noch ziemlich spannend werden, denke ich. So, das ist sein Schildsystem. Natürlich total toll, er hat zwei Schildbars und ich kann... Oh no, yeah, laser cannot parade. Achso, das steht auch sogar da. Heavy to power Schildbars, your shield system gets one. Also ich kann die zwei Schilde zwar ausschalten, aber ich bin zu langsam. Also ich könnte jetzt hier wieder drauf schießen. Dann ist das Schild weg, aber ich brauche zu langsam aufladen, bis dahin sind seine Schilde wieder hochgefahren. Also continue. You have missile launch shooting, bla bla bla. Okay, also ich soll jetzt meine Raketen nehmen und die mal auf den Schildding schießen. Denn die habe ich auch. Ich habe mit diesem Schiff habe ich glaube ich am Anfang immer einen Zweischusslaser und Ding. So, jetzt ist sein Schild erstmal kaputt. Und jetzt hauen wir das Schild ganz kaputt. Es brennt da drin auch noch was und ich zerstöre sein Männchen am besten auch gleich mit. Und tschüss. Und damit ist der Gegner besiegt. Na gut, Tutorial-Fights eben, die gehen relativ easy. Continue. Wenn ich hier drauf klicke, dann... Equipment Screen, you can see more detailed information. Okay. Was kann ich jetzt hier machen? Also ich kann jetzt die hier ersetzen. Ich habe hier ein neues Ding bekommen und kann das ersetzen. Okay, lassen wir mal das hier weg und... Okay, cool, also da kann ich mein Schiff um- und umgraden.
mehr Energie. Nö. Nein. Ja. Oops, your weapon is in max power 2. Upgrade. Open. Chip screen to fix it. Ah, ich brauch. Ja, okay. Ich muss jetzt, also brauche ich mehr Elektrizität, scheinbar. Wie brauche ich denn? Wahrscheinlich noch einen. Noch einen? Ernsthaft? Was brauche ich denn? I don't get it. Also, ich kann schon die ganze Zeit Continue drücken. Machen wir mal eins hier drauf. You can also upgrade your reactor. Blablabla. Ne, halt, wir wollten hier noch eins dazu machen, glaube ich. Continue. Ja, habe ich. Ja, jetzt müsste es passen. Accept. Und jetzt könnte ich eigentlich nicht. Now your power weapon. You might need to power your weapon. Aha. Rechts Stick da drauf. Links Stick da drauf. Ah, okay. Final Tip, you can re-energize. Also ich kann das hier, hier sieht man am nebendran, hier haben wir solche wie viel Energie die brauchen. Der hier braucht ein Energie. Der hier braucht gleich drei Energie. Der verbraucht also alle drei davon. So, continue. Da sind wir. Ich mache jetzt mal eine ganz kleine Aufnahmepause und gucke mir mal an, ob das mein Video schon aufgenommen wurde. Wenn nicht, wäre es ziemlich bitter. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin, euer Yannick. Ja, da bin ich auch schon wieder. Ich hoffe, das hat jetzt alles gepasst. Ich habe das jetzt so live mehr oder weniger perfekt zusammengeschnitten. Hüstel, hüstel. Ich denke aber, es passt. Ansonsten kommen meine Schneidtechniken zum Einsatz. Und wir starten ein neues Spiel. Welcome to the Federation Hangar. Hier, bla bla bla. Right, 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 right. Okay, also hier, ich kann hier, glaube ich, auch verschiedene Schiffe auswählen. Irgendwie, ah ja, hier kann ich verschiedene Schiffe auswählen. Da gibt es wohl noch ziemlich coole andere Schiffe, aber ich habe momentan nur das hier. Ihr seht, ich habe auch kein anderes Layout. Hide Rooms. Ah, okay. Wir fangen trotzdem gleich mal auf normal an, denn ich mag die Herausforderungen. Und wir nennen hier oben momentan, das lasse ich jetzt noch, hier, das mache ich noch nach meinen Wünschen. Ihr könnt mir unten in den Kommentaren aber das allerdings reinschreiben, was ihr wollt für Namen. Ich kann auch gerne euch als Abonnenten da rein nennen, wenn ihr das wollt. Denn hier wird erstmal der Light, das ist unser Captain. Hey, wo ist meine Maus? Ich habe meine Maus verloren. Ah, okay, man muss Enter drücken. Accept. Den hier, den customize ich mal. Und nenne ihn, Jeb, das wird unser Waffenmeister. Und wie nenne ich den hier? Das ist der Lunati. Das klingt aber lustig. Das ist unser Bob. Einfach weil ich es kann. So. Gucken wir noch. Kann man hier schon die bewegen? Nein, kann man nicht. Die Waffensysteme. Ich glaube, hier kann ich nichts mehr groß ändern. Allerdings würde ich gerne das Schiff rename. Und auch dafür könnt ihr mir gerne was vorschlagen. Wir nennen dieses Schiff jetzt erstmal, wie nennen wir es denn? Haben wir irgendeine gute Anspielung an irgendwas Cooles? Ich bin kein so großer Star Trek Fan, deswegen kenne ich da die ganzen Namen nicht so sehr. Was gibt's denn für coole Schiffe, Raumschiffe oder so? Wir nennen das Ganze jetzt mal ganz unkreativ Apollo Schiff. Ja, Enter. Und starten unsere Apollo. You will need supplies. Es tut mir leid, wenn ich manchmal so ein bisschen leise vor mich her nuschel. Das liegt daran, dass ich lese. Start change options von der. Okay. So. Dann fangen wir mal an. Light bleibt im Captain-Raum. Jeb wird unter Waffenmeister, habe ich gesagt. Und Bob ist der Bob für die Schilde. Der Schild-Bob. So, Geld haben wir nicht wirklich, Fuel ganz wenig, keine Drohnen oder so.
Und hier ist Danger. You are inside of a nebula. Sensor will not function. Advance more slowly towards you. Okay. Das ist ja eine schöne Startposition. Das habe ich, glaube ich, noch nie in einem Video gesehen, dass man in einem Nebula-Sektor startet. Wir springen erstmal hier hoch. Und... you can't see anything through the... without knowing what is there. All you can do... Ja, okay, also ich muss weiter. Gut, das ist natürlich sehr sinnvoll jetzt gewesen. Springen wir nochmal ein bisschen höher. So. Hier ist aber bestimmt was, ja. You hail the rebel ship. When the rebellion is complete, you will see safer world for private. Bla bla bla. Der Arm. Also, sie greifen uns an. Okay. Dann wollen wir mal. Warte mal. Kann ich alle drei? Ja, alle weiter. Okay. Schild. Schild. Sind das eine Raketen? Ja, oder? Oh mein Gott, ich werde schon zerstört. Okay, ja, okay, ich habe meine Raketen schon gelauncht, das weiß er. Geh weg und hört auf, mich zu beschießen. Maxik! Die machen mich instant kalt, oder was? Da. Ich hätte gerne meinen Laser. Oje, oje. Halt das Schiff, halt das Schild oben. Ich bin totaler Noob in diesem Spiel noch. Und dann krieg ich gleich sowas ab mit einer Drohne und allem. Was soll denn das? Geh weg. Ha. Meine Güte, mach mir das fertig hier. Hier oben haben wir übrigens gesehen, der FTL-Drive hat sich aufgeladen. Wir können aus Kämpfen fliehen, wenn der voll ist. So, wir kriegen zwei Raketen, das hat sich ja dann gelohnt, die einen zu verschießen. Einen Drohnenpart und 16 Scrap. So, bevor wir jetzt allerdings hier weitermachen, gehst du mal dahin und du gehst mal dahin. Oje, oje, geht da schnell hin. Denn wenn das hier ausgeschaltet ist, ihr seht schon, wir verfärben uns hier langsam rot. Kriegen wir keinen Sauerstoff mehr. Und ohne Sauerstoff kriegen wir dauernd Schaden, bis wir irgendwann sterben. So, was bist du? Du bist Jeb, du bist der Waffenmeister, der Bob ist der Schildbob und der Light kann da hoch. Yeah. Wir werden dann noch sehen, wie sich das hier erhöht langsam. Fliegen wir erstmal dahin. Ist mehr oder weniger random, wohin ich fliege. Upon arriving is... Local Scans Federation Transport is under attack from a Rebel Scout. 8 Federation use this chance to escape. Wir helfen natürlich dem Transportschiff, denn wir sind kampflustige Menschen. Scheinbar. Nee, aber ich helfe dir natürlich gern, weil ich brauche Scrap, ich brauche alles mögliche. Ich brauche erstmal Geld, ich brauche Equipment. Und ja, mal gucken, wie lange wir die ersten Runde überhaupt überleben. Ja, geil. Er verfehlt halt gleich zweimal. Es ist nicht so geil. Die Anfangskämpfe sind noch relativ lame. Aber das passiert. Ups. Das war die falsche Taste, die ich die ganze Zeit gedrückt habe. Mein Triebwerk ist schon leicht kaputt. Jetzt geht dieser FTL-Drive auch langsam an. Jetzt machen wir ihn mal hier ein bisschen Sauerstoffprobleme. Da sind die eigentlich auch bald fertig. Weil sie haben momentan keine Schilde gehabt. Jetzt haben sie keinen Sauerstoff, jetzt müssen sie den Sauerstoff reparieren, während das zerstöre ich ihnen wieder die Schilde. Ganz einfach. Ich glaube, das Rote bedeutet sogar, dass da Feuer ausgebrochen ist oder so. Ich weiß aber nicht genau. So. Ihre Waffen machen mir eigentlich gar nicht mehr so viel aus. Ich glaube, ich kriege dann immer einen Schuss ab und zu mal ab. Ja, da war's das. Du da gehst hier reparieren. Wir haben eine Rakete, einen Drohnenpart und einen Scrap bekommen, das ist super. Don't have much to offer, but I can... Perhaps they can't assist you more. Added a quest marker to your map. Okay, ich habe irgendwas zu meiner Map bekommen. Es kann auch sein, dass wir mehr Crew bekommen. Also wir haben momentan ja nur 3 Leute und ihr seht ja, wir haben viel mehr Räume. Irgendwann haben wir auch mal mehr Crew, dann haben wir auch natürlich eine höhere Effizienz und so, aber das dauert jetzt erstmal noch. Was ist dann bald? Danke. Da sehen wir schon den ersten kleinen Strich hier. Die ersten kleinen Striche. Hier, den, da sehen wir schon gut. Der wird schon besser in den Schilden, weil die ganze Zeit an den Schilden sitzt und was machen muss und so. Da ist der Exit und da ist ein Quest. Ich guck mal, ob ich zum Quest noch komme. Ob man da irgendwas machen kann. Ich war noch nie bei so einem Quest, weiß noch nicht, was zur Hölle.
Sonne. We arrived, bang, find a close shift. Okay. Ja, continue. Also Pause machen, das habe ich bisher immer vergessen. Man kann immer schön Pause machen, das sollte man auch machen. Das hier ist ein unbemanntes Schiff. Dieses unbemannte Schiff hat keinen Sauerstoff, keine Türen, kann nichts reparieren. Also zerstören wir erstmal die Schilde. Wie wir eigentlich fast immer zerstören. Oh nein, Feuer, 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 fuck, fuck, fuck. Das ist nicht gut. Aber da können wir was machen. Und zwar, wir können wir. Wow, was war das? Ich habe keine Ahnung, was das war. Aber es klang nicht gut. Es klang gar nicht gut. Ich suche hier gerade ein bisschen die ganze. Oh Gott, hängt. Nein! Ich habe schon einen verloren. Ja, seht ihr, ich bin total schlecht in diesem Spiel. Geh kaputt. Continue. Ja, gut, ich habe einen schon verloren. Das ist eigentlich total beschissen. Ah! Irgendwas ist kaputt gegangen, was nicht kaputt gehen hätte dürfen. Du da? Ich probiere jetzt erstmal das hier. Du da? Keine Ahnung, kannst du das löschen hier? Kann ich dich überhaupt anwählen? Danke. Ach, meine Türsteuerung brennt natürlich, deswegen geht da nichts. Ja, das ist natürlich doof. Das ist natürlich alles ziemlich doof. Wow! Ich bin in der Nähe von so einem Sonnending und alles ist am Arsch. Oh Gott, denke ich. Ich glaube, das ist schon das Ende von meinem ersten Lauf sozusagen. Mach mal schnell die Türsteuerung hier auf. Dann mach schon. Hast du es dann bald? Danke. Okay. Wow. Ich lasse den jetzt. Der stirbt mir fast, nämlich deswegen. Mal gucken, dass ich hier Türsteuerung reinkriege. Dieser Sonnenstern, das ist jetzt ganz schön scheiße hier gerade. So, die Türen sind offen, deswegen machen wir jetzt erstmal hier. Wir haben hier dieses alle Türen öffnen Zeichen. Wir versuchen jetzt erstmal den Hauptfeuerzeug alles wegzukriegen. Irgendwie. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Nein, oh, wow. Oh, wow. Das war's für die erste Runde Kinetic Void, wollte ich schon sagen. Nein, das war Faster Than Light. Ja, schneller als ich. Nee, das war's für diese Runde. Schade, dass es so schnell ein Ende genommen hat. Aber es wird definitiv noch mehr davon kommen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt mir unten in die Kommentare. Wie immer, bla bla bla. Dieses Spiel ist ganz nett, weil man auch hier nur mal so 20, 30 Minuten spielen kann und dann wieder aufhören kann und die Zuschauer haben keine nervigen Cliffhanger großartig. Deswegen eignet sich dieses Spiel auch super zum Videos produzieren so. Ich hoffe, der Typ hier, der fleißige Kommentator, der mir die Rakete geschickt hat, kann damit leben, dass ich jetzt die noch nicht aufgenommen habe. Im Endeffekt lade ich die Videos wahrscheinlich eh wieder am gleichen Tag hoch. Nun, das war's von meiner Seite aus. Mein Name ist Yannick. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Bis zum nächsten Mal und tschüss.